So, willkommen zurück zu Trackmania 2 Stadium. Ein beschissenes Scheißwort. Was ich nochmal sagen wollte, wenn ihm wieder zum Beispiel einer bei Doing ein Kane holt, ich sage ja nicht, ihr sollt mir jetzt ein Spiel holen für 30, 40, 50 Euro. Das ist totaler Blödsinn, den will ich auch ja nicht. Halt was zum. Was zum Beispiel so ein Angebot ist, zum Beispiel Mad Max zum Beispiel, dafür 18 Euro oder halt mal diese Killing Floor 2 dafür für 17 Euro. Ja, sag mal, das geht noch, aber jetzt hier nicht hier irgendwer für Spiele, sag ich mal, wo er sagt, ey, ach, das kann er sich doch alleine holen, der hat da selber Geld. Ist richtig, kann ich mir selber holen. Warum soll man halt nicht mal, ein Kumpel, sag ich mal, oder einem Freund mal eine Freude machen und sagen, ach komm, da gibt es ja da irgendwie so viel Mühe mit den ganzen Spielen, da kann man sich da mal auch mal sagen, komm, holen wir da mal so ein K. Alles kein Muss, alles aus freizügiger Hand natürlich war und das alles kein Muss und kein Zwingen, nur halt wer gerne möchte, da kann er das gerne machen. Wird mich natürlich freuen, das ist ja klar. Nochmal auf das Spiel hier zurückzukommen. Wer das Spiel gerne haben möchte, kann sich das bei Steam holen. Das kostet einen Zehner. Müsst ihr euch halt einen Account anlegen. Euch das Spiel dann gönnen. Könnt ihr damit Sofortüberweisung und mit PayPal bezahlen. Und dann könnt ihr halt runterladen und dann könnt ihr das zocken. Also ich habe ja schon mal mit Carsten probiert hier, das ganze Ding hier war recht lustig, ja, auch schon eine Weile her, sag ich mal. Wäre halt eine coole Sache mal, wenn man sich das mal, wenn man das mal wiederholen könnte. Da er sich Marco aus Bochum sich ja aus irgendwelchen Gründen sich aus meinem Leben irgendwie verpisst hat, ohne Ankündigung oder was weiß ich irgendwas, ist der auch schon mal von der Liste gestrichen. Hab mich natürlich übelst angekotzt, war, ist klar. Wie kann man, wenn man mit einem Kumpel 9 Jahre zusammen ist, mit dem man alle zockt und alle tut und hinfährt und alles macht, da hat er einfach bei Steam, bei Twitch und Teamspeak hat er irgendwie alte Kinder nicht mit mir und hat dann auch keinen Kommentar mehr gesagt und hat mich schon auch überall gebannt, war bei Steam und hat mich überall geblockt und den Grund weiß ich bis heute noch nicht und sag wohl noch, na Kopf, so was, dann soll er mich am Arsch lecken. Weißt du, dann soll er mir einen Grund sagen, was sein Problem ist und dann kann man überall drehen, aber sich einfach mal sich verpissen aus irgendwelchen Gründen oder ohne Kommentare, ey, das ist für mich Abschaum, ey, ich nicht, ey, ich nicht, ey, das ist kein Respekt, ist das, nichts ist das, ey, ich hab ihm auch, weiß ich nicht, 20, 30 Mal auf Telefon angerufen, ich nicht, Handynummer hab ich nicht gehabt von ihm. Hab dann immer wieder so auf dem Festtest probiert und Steam halt immer angeschrieben, aber keine Reaktion. Hat mich dann bei GTA 5 hat mich dann komplett rausgenommen, aber das ist halt schon eine Weile her und wir sind nicht alle spinnt wohl irgendwie der Vogel, Alter. Wie sagt er das, wenn sag ich nur Insider, Leute, die mit mir irgendwie Macke spielen oder irgendwas, ey, die können wir in Zukunft am Arsch lecken, ey, sag euch so wie das ist, Alter. Sag nicht. Ob das jetzt nur meine Olle ist, ob das meine Kumpels sind, ey. Ich bin da irgendwie in der Macke schiebt, Alter, oder irgendwie Hilfe braucht und man gibt sich dann Mühe, man hilft dann so gut wie möglich. Und wenn man dann irgendwie dumme Kommentare an den Kopf kriegt, wie, ist gut jetzt? Wer ist hier kein Name? Ist für mich unter mein Niveau, sag ich mal. Wenn ich schon kein Geld habe, ey, dann versuche ich doch so gut wie möglich, irgendwie Geld zu sparen, sag ich mal, oder irgendwie. Und nicht zu sagen, ich möchte hier schnell nach A nach B kommen und möchte einen Haufen Geld ausgeben. Ey, wenn ich jetzt schon höre, kann ich da kotzen, Alter.
Da kann sich mal ganz gemütlich eine Monatskarte holen. Für 14 Euro. Und da kommst du fünfmal billiger weg, als wenn du täglich mit dem Auto fährst, ey. Glaub mir das, Junge. Und wenn du mir das nicht glaubst, Alter, dann musst du wahrscheinlich noch mal zur Schule gehen und rechnen. Tut mir leid, ist meine Meinung. Ich meine, das kann jeder machen, was er will, aber wenn einer schreit halt, ich hab kein Geld, und ich ihm halt mit Angebot mache, ne, versucht halt das und das mal, da kannst du noch ein paar Euro sparen, aber wenn man dann mir so doof kommt, ey, seid mir auch, komm, hier, leck mich am Arsch und auf Wiedersehen. Leute, die mir immer blöde kommen, kommen bei mir auf Facebook immer auf der Blogliste. Und dann kommen sie bei mir auch nie wieder auf der Freundschaftsliste. Nie wieder. Könnt ihr euch aus dem Kopf schlagen. Meine Meinung. Ja, also, sowas brauche ich nicht. Ja. Und im nächsten Part erzähle ich euch noch ein bisschen was anderes und würde dann erstmal sagen, reingehauen und bis später.